Am Ende verbrannte er alles. Tags darauf legte sich der Graf zum Sterben nieder. Seine Begleiterin starb schon 7 Jahre vor ihm. Und es kam die Legende in die Welt, sie sei in Wahrheit eine Prinzessin gewesen. Marie-Thérèse von Frankreich, Madame Royale, die arme Tochter der geköpften Marie-Antoinette. Viele glaubten das.